Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Demolish and Build Company 17. Wir sind einer der starken Jungs, die einfach alles kaputt machen. Das ist auch Sinn und Zweck dieses Spiels, einfach alles kaputt machen. Ja? Das ist, man könnte sagen, es ist primitiv, würden die einen sagen. Die anderen würden sagen, es ist spannend, aufregend. Ja? Was ist das denn? Entschuldigung. Vermietet an Touristen, die mit Anhängern oder so. Kauft das. Passt. Ja, läuft. Einnahmen 200. Ja, das ist doch cool. Wusste ich gar nicht. Aber jetzt können wir uns keinen Presslufthammer leisten. Naja, aber dafür haben wir jetzt einen Campingplatz. Haben wir günstig ershoppt. Lohnt sich wohl hin und wieder mal anzuhalten. Noch was. Okay. Das ist dann also das nächste. Aber eigentlich hatte ich doch was anderes eingestellt als Ziel, oder? So, jetzt langsam müssen wir aber echt mal tanken. Das haben wir jetzt aber schon gekauft, ne? Ja, doch. Haben wir gekauft. Okay. 200 Euro pro Tag, oder? Wer will denn da campen? Bauarbeiter. Ah, hier könnten wir auch noch was kaufen. Oder ist das unser Hof? Ich weiß es gar nicht. Steht dran. Sieht so aus, als sei das unser Hof, ne? Neues Lernprogramm. Das Benzin ist alle. Wenn du dann keine. Kannst du es mit den kannst du es in den Fahrzeugmenü ersetzen? Ja, gut, das mit dem Deutsch ist wirklich. Fülle es nach. So. Fahren wir denn jetzt mal in die richtige Richtung oder ist das jetzt. Naja, wir werden sehen. Ja. Dankeschön. Realismus for the win. Das ist furchtbar, dieses Spiel. Und gleichermaßen irgendwie auch lustig. Also, aber ernst nehmen kann man das echt nicht. Da waren wir uns ja auch ausnahmsweise auch mal einig. Sowohl der Großteil von euch als auch ich. Das kommt nicht oft vor, aber diesmal war es so. So. Wo ist denn hier der. Ah, da ist der Parkplatz. Das Zerstören. Was denn hier zerstören? Okay, was brauchen wir dazu? Bulldozer. Okay, dann wollen wir den jetzt mal holen. Hm?
Nein, nein, nein. Ah, okay. Na gut, diese Aufgabe ist einleuchtend. Achso, und über Büsche sollen wir dann noch fahren. Ah, hier braucht es ein bisschen mehr Anlauf. Gibt auch wieder einen guten Bonus hier. Passt. So, dann jetzt hier noch den Farn überfahren. Und das war Facebook. Wieso habe ich das Tab denn noch nicht geschlossen? So, dann machen wir mal weiter. Äußerst primitive Aufgabe, aber auch die ist wieder eigentlich ganz witzig. Ich habe einen Busch übersehen. Ah, das Benzin ist alle. Aber wir wissen ja, in der Menü können wir das... Ja. Ja, das Spiel kostenlos und die Übersetzung wäre so schlecht, würde ich mich nicht so drüber lustig machen, aber das kostet ja was und das steht dann auf Steam, wird in Deutsch angeboten, aber das ist ja kein Deutsch. Man weiß, was gemeint ist, gerade eben so, aber schon schwierig, mich mal rauszufinden, was sie jetzt genau von einem wollen. Gut. Achso, Enter. Kontrakt beendet. Genau. So, wir müssen jetzt noch für einen LKW sparen, genau. Das war jetzt noch wichtig. Deswegen gucken wir, was wir hier nochmal auf der Karte anzeigen. Ja, akzeptieren. Was muss man hier alles machen? Haben wir gerade so einen Bulldozer. Ah, müssen wir natürlich hier erstmal annehmen. Also die Schleifsäge war ja das. Wo ist die Zinnwand? Ist sie hinter? Wo ist denn hier eine Zinnwand? Ah, hier. Knock. Das ist so dämlich. Ich glaube, heute Nacht träume ich von diesem Klonggeräusch. So, ich glaube, wir sind fertig. Nee, eine noch. Welche ist es denn? Wo ist denn unsere letzte Zinnwand? Hier, die. So. Die Aufgabe ist schon mal toll beendet. Und wo ist jetzt der Stahlbeton? Hier. Aber wir haben ja keinen Presslufthammer. Kaufen wir uns den am besten gerade mal. Wir sollten ja jetzt genug Geld haben.
Wo ist nochmal hier der? Hier. Das hier, ne? Ah ne, wir brauchen ja Stufe 2 dafür. Ich erinnere mich. Das ist noch in weiter Ferne. Dann können wir den Vertrag noch gar nicht machen. Dann müssen wir erst wieder einen anderen machen. Mittlerweile kennen wir die Ordner glücklicherweise schon. Das heißt, wir müssen die nicht alle entdecken, wie es in diesem Spiel heißt. Wir betreiben einen Schrottplatz. Die letzte Lieferung von Autos wurde in einem ungünstigen Lage gelegt. Stell sie um, wie du willst. Als nächstes zerstöre den Bretterzaun. Es ist alt und um. Was ist das denn für eine Aufgabe? Ich glaube, das schlechte Deutsch muss sein, um die Komik dieses Spiels zu erhöhen. Aus dem hat sie ungünstig abgestellt. Was ist das für ein Spiel? Das ist. Na klar, gut. Der Auftraggeber hat hier irgendwie zu viele Autos drauf oben stehen. Auf seinem Schrottplatz. Kam ein Großhändler und hat einfach die Autos an der falschen Stelle abgeladen. Klar, holt man sich dann einen Unternehmer, der mit einem Bulldozer anrückt. Und auch noch den Bretterzaun dann abreißt. Wo geht's denn hin mit denen? Raus aus dem Kreis. Dann schieben wir die doch alle runter, oder? Nicht mehr so ganz. Okay, jetzt geht's wieder. Ich dachte, ich hätte die Kontrolle verloren. Okay, die Steuerung, der macht einfach, was er will hier, der. Hallo? Ah, okay. Das ist. Komm, wir fahren rückwärts dran. So. Der soll weg, dann nehmen wir ihn weg. Da vorne ist noch einer, der soll auch weg, dann nehmen wir ihn weg. Das darf man einem Abrissunternehmer nicht zweimal sagen. Der nächste Auftrag ist dann, glaube ich, bauen Sie den Zaun wieder auf. Sie haben den falschen abgerissen. Das ist mir zu kompliziert. Wie soll man denn da mit dem Ding hinkommen? Kommt man doch nicht mal als Mensch hier. Okay. Wo gibt's noch Zäune? Hier irgendwo? Nee. Wo sind denn hier noch Zäune? Holzzäune. Bretterzäune. Hier ist noch einer. So. Also, geht doch. Und wir sind auch am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir macht das Spiel irgendwie Spaß. Auch wenn das total bescheuert ist. Aber ich finde es eigentlich ganz witzig.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.